Ja, das war sehr effektiv, was er damit geschickt hat. Hat ihn total viel gebracht. Und wie gesagt, wenn man die Erfolge ganz leicht haben will, wenn die Mission nicht leicht genug ist, der holt sich vorher aus den anderen Missionen Flugzeuge und macht es damit. Ja, das waren Rohstoffe für uns. Und so ein Ding braucht 4. Super. Dann brauchen wir noch mehr Depots. Ich hasse die Teile. Ich hab Depots noch nie gemocht. So. Und wir erkunden mal noch ein bisschen. Bin mir nicht mehr sicher, aber irgendwo hier unten war glaube ich noch so ein Zerg-Ding. Die wollen wir ja haben. Wenn es denn möglich ist, das ist nämlich schon. Commander, ich fange erhöhten Funkverkehr von der Liga auf. Hört sich an, als hätten sie vor, unsere Basis anzugreifen. Wir halten uns besser bereit. Aha, schnell hochfahren. Wenn er es schon ankündigt, dann möchten wir auch bitte verteidigen. Was liegt an? Ja, Goliath, wie schön. Versuchen die ein bisschen zu kiten. Dann dürfen wir das wahrscheinlich auch mit einer Cobra abwehren können. Ich meine, die Feuerfresser können nichts machen. Der Goliath hat auch nur ein bisschen. Mach den mal tot. Ja. Und dann reicht ein so ein Cobra-Ding schon. Dann kann der Rest doch hier unten erstmal den Zug blocken. Du darfst gerne mal den Cobra reparieren. Und den bauen wir nochmal neue. Und was schickt er jetzt mit Feuerfresser und Marodeure? Marodeure sind böse. Ganz böse. Ja, übrigens, Bonus-Ziel ist mit den Kobras. Bin mir aber gerade nicht sicher, wo die sind. Oder hier unten? Ja, hier unten könnte einer sein. Und jetzt warten wir mal und schießen schnell die Marodeure weg. Ja, das war cool. Infanterie hat hier nicht viel zu lachen auf der Map. Ja, Panzer eigentlich auch nicht. Und ich bin mir da nicht ganz sicher, wie man die Mission überhaupt verlieren soll. Vorsicht! Die Liga hat mit dem Bau von Bunkern begonnen, um die Schienen zu schützen. Gucken wir mal. Ja, wir können ein Waffenlager bauen. Machen wir einfach mal. Bauen noch ein paar Depots. 2 dürfen aber reichen. Und die Mineralien sind fast alle. Gucken wir mal hier oben. Gibt es noch ein paar? Ach, Feuerfresser. Das war total die krasse Verteidigung. Ja, was haben wir jetzt da? Mach's nochmal. Cool. Schießen wir halt mal die Kommandozentrale weg. So. Und wenn er fertig ist, dann darf er erstmal noch eine Fabrik bauen. Ach, scheiß drauf. Das dauert mir zu lange. Die kann er behalten. Was will er tun gegen unsere Kobras? Er könnte Lufteinheiten schicken, die er nicht hat. Ja, er könnte jetzt hier einfach sterben. Bunkerborn holt nicht so. Nicht gegen Kobras. Ja, und es steht immer noch die Frage im Raum, wie man hier verlieren soll. Ich nehme an, wenn man überhaupt keine Ahnung von StarCraft hat, dann ist es wahrscheinlich doch ein bisschen anspruchsvoll hier. Aber so ist es irgendwie ein bisschen lächerlich. Ja, hier haben wir jetzt eh viel zu viel dran. Zug kommt aus dem westlichen. Holen wir uns mal schnell die 2 seiner Teile ran. Und repariert am besten mal einer den roten, ja genau. Die nehmen wir auch noch mit. Ach, jetzt schickt der Goliath den Feuerfresser. Ja, ich weiß nicht, was er mit dem Feuerfresser bezwecken will. Ich kann hier nichts machen. Dann forschen wir mal hier die Upgrades für Death und Attack. Und dann dürfte die Sache gegessen sein. Die Kobras werden immer mehr. Ja, seine Einheiten können eh nichts machen. Wie wir es bereits erwähnt haben. Ein bisschen auf den Bunker aufpassen. Nicht, dass er in den Kampf mit eingreift.
Ist zwar nicht so stark, aber wäre trotzdem unschön. Da unten ist noch ein Bunker, der auch nichts machen kann. Das war's für den Zug. Da unten war anscheinend auch noch was. Schießen wir noch schnell die Bunker weg. Hätten ja fast eine Cobra verloren. Das wäre schade gewesen, die Ressourcen. Bleibt mal hier, repariert mal. Bauen wir hier mal einen Tesla-Bohrer ran. Ich glaube, das war das Richtige. Ja. Den Namen schon wieder vergessen. Ah, wir wollen anscheinend. Oder? Holen wir die Expansion oben? Ich glaube, wir holen die gleich mal. Oder? Ah, ich bin mir unsicher, aber Schaden kann es irgendwie nicht. Naja, repariert erstmal. Klemmst du schon wieder. Der, ja, obligatorische klemmende WWF. Schieben sich ja alles ein bisschen hin und her beim Reparieren. Und die Dinger sind nervig. Und ich glaube, er hat Cobra gekillt. Mit seinem Belagerungspanzer. Ja, die Teile können mich stationäre Türme ablassen. Die dann hier ein bisschen für Unruhe sorgen. Zwar nicht mit viel Schaden, aber nervig. Deshalb schießen wir den mal schnell runter. Zack, so geht das. Ja, die WWF nehmen wir einfach mal mit. Die können mal hier. Platzieren wir die dann am besten. Wir nehmen über die Einheiten mit, falls hier ein Bunker ist. Ja, das haben wir fast klar. Du bleibst einfach mal hier. Na? Ja gut, man repariert den so schnell. Wenn es nicht anders geht. Machen wir die hier mal zusammen. Zack, 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 zack. Nochmal 4 Kobras in Auftrag gegeben. Und schnell den Zug wegballern. Mit Panzern diesmal. Ja, und diese komischen Luftdinger da, ich weiß nicht mehr, wie die halten. Die ziehen uns hier richtig viel ab. Ja. Bin mir nicht ganz sicher, wie, ich glaube, aber die können irgendwie Raketen schießen oder sowas. Für 150 Mana. Will aber nichts Falsches sagen. Das ist ein Bunker. Klasse. Ja, schön. Das hat jetzt viel gebracht. Sir, ich orte Jagdtrupps der Liga, bestehend aus einer großen Anzahl Marodeure, die die Schienen patrouillieren. Ja, jetzt kommt der Marodeurstrupp. Ich werde ihren Standort mit einem roten Warnsymbol markieren. Und für den gibt's einen Erfolg. Sie zu umgehen. Jedenfalls, wenn man es schafft, den zu killen. Das sind recht viele, ist aber möglich. Speziell, wenn man die Taktik anwendet, lol, Luft einhalten. Ja, dann ist das Ganze nicht gerade schwer. Aber so können die doch schon ordentlich reinhauen. So ein Cobra dürfte da nicht lange stehen. 10 Schuss. Bei, ja, grob überschlagen 15 von den Teilen. Verträgt sich nicht. Einfach mal so. Und ich will da oben mal gucken, weil ich glaube, dass da ein Cobra stand. Ja, komm. Gut, anscheinend scheint hier keiner. Weil da oben, den haben wir ja schon, oder? Die Liga hat irgendwie die Geschwindigkeit ihrer Züge erhöht. Ihr werdet Cobras brauchen, um sie abzufangen. Ja, es kommt da mit schnelleren Zügen. Dafür, glaube ich, ohne Verteidigung. Ja, da ist nichts bei, das bringt ihn nicht. Oder? Ja, das war sehr schlau. Da habe ich nicht auf die Map geachtet. Und wie gesagt, ich möchte nicht mit denen zu tun haben. Weil die stark sind. Und der Zug kommt jetzt da durch. Das ist ja doof gelaufen.
Vielleicht kriegen wir den noch. Aber ich glaub's nicht. Das ist natürlich peinlich, wenn man schon sagt, dass die Mission total billig ist, dass man dann trotzdem noch einen Zug verkackt. Habe ich in meinen vorherigen beiden Malen, die ich die Mission gespielt habe, nicht geschafft, so einen Zug durchzulassen. Naja, traurig. Sehr traurig. Da oben könnte die Cobra sein. Sir, einer der Züge ist durchgekommen. Wir dürfen nicht zu viele entkommen lassen. Ja, sonst verpassen wir die Fracht, nach der wir suchen. Naja. Wir dürfen ja drei durchlassen, auch wenn es nicht schön ist. Ich wollte ja, ja mal eine perfekte Runde zeigen. Was mir aber anscheinend nicht vergönnt ist. So, jetzt haben wir noch ein paar Ressourcen übrig. Bauen wir mal weiter Cobras. Auch wenn wir die nicht mehr brauchen. Glaube ich jedenfalls. Reparier mal den orangen, wo auch immer er ist. Da oben. Ja, es geht ziemlich schnell mit so vielen. Und dann müssen wir, glaube ich, starten.